Im Juli dieses Jahres sah es im Gewerbegebiet am Felsbach noch so aus. Leerstehende Hallen und naturbelassene Straßen. Der TÜV gab bekannt, er wolle seinen Standort in Thüringen ausbauen und sich als Erster auf 10.000 Quadratmetern neu ansiedeln. Jetzt sieht man schon einige Fortschritte im neuen Gewerbegebiet. Neben der Fassade des neuen TÜV-Bürogebäudes werden die Versorgungstrassen sowie Abwasser in die neue Ringstraße eingebracht. Doch wir wollen jetzt erst einmal etwas weiter zurückgehen in der Zeit und die Geschichte von Thorsten Kierai und seiner Familie etwas näher betrachten. Ja, das Ganze hat sich für unsere Familie so 1991 entwickelt. Da haben wir begonnen, ein kleines Gewerbegebiet in der Nähe von Jena Göschwitz zu sanieren, in der Felsbachstraße. Das ist auch über die Jahre hinweg sehr, sehr gut gelungen. Dann sind private Immobilien hinzugekommen und so hat sich letztendlich ein sehr schönes Geschäft entwickelt für uns und auch gute Erfahrungen mit der Stadt Jena. Und das ist für uns auch immer der Grund gewesen, hier langfristig in Jena zu bleiben und so Stück für Stück weiter zu investieren. Die größte Investition seither ist das aktuelle Projekt im Gewerbegebiet Göschwitz. Doch was alles hinter einem solchen Projekt für Arbeit steckt, darüber haben wir uns mit Thorsten Kierai unterhalten. Das ist eine Fläche von ca. 50.000 Quadratmetern, die wir dort letztendlich verwandeln wollen in den nächsten Jahren aus der ehemaligen Industriebrache zu einem sehr modernen Gewerbegebiet für den technologieorientierten Mittelstand. Und natürlich ist es so, wenn man ein solches Projekt angeht, dann ist es nicht so, dass man mit dem großen Scheckbuch kommt. Das könnten wir als Familienunternehmen sowieso nicht, sondern man muss sich dann schon zusammensetzen, beispielsweise mit einer Bank. Man muss sich auch als Familie zusammensetzen und überlegen, kann man das wagen? Wie gesagt, wir haben uns dann dafür entschieden, weil wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben über die Jahre in Jena, dass ein solches Projekt gerade auch in Jena-Göschwitz erfolgreich zu gestalten ist. Und wie Sie schon gesagt haben, die eigentliche Arbeit beginnt dann erst. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist ja, dass der Kauf alleine einer solchen Immobilie im Grunde ein Riesenakt ist. Man braucht schon ein gewisses juristisches Know-how und für den Vertragstext, sage ich mal so schön, braucht man auch gute Nerven. Aber danach muss man sich dann auch genau überlegt haben, was soll dort entstehen. Man muss in eine Planungsphase eintreten. Das heißt also, wir als Familienunternehmen mussten uns genau überlegen, wie wollen wir jetzt letztendlich ein solches Gelände uns auch fertig vorstellen. Daraus ist ein sogenanntes städtebauliches Konzept entstanden, bei dem wir für diese 50.000 Quadratmeter die Zielgruppe vor allen Dingen der technologieorientierten mittelständischen Unternehmen in Jena gesehen haben, weil Jena letztendlich über die Jahre so auch als Industrie- oder als Gewerbestandort erfolgreich gewachsen ist. Und diese Planungsphase, die muss man sich nun sozusagen in jedem Detail vorstellen. Das heißt, bei einer solchen Industriebrache übernimmt man ja auch eine ganze Menge Historie. Man übernimmt Bestandsgebäude, man übernimmt die bestehende Infrastruktur, also auf Deutsch gesagt alte Leitungen. Und dann muss man letztendlich in der Planungsphase sich genau überlegen, wie soll der Straßenverlauf künftig funktionieren, wie soll die Infrastruktur verlegt werden. Also man muss ja wirklich jede einzelne Wasserleitung, jede einzelne Rohrleitung konzipieren und sich genau überlegen, wie funktioniert am Ende eine solche Gewerbefläche, damit letztendlich, wenn dann nach Jahren eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Unternehmen dort angesiedelt sind, das Ganze auch funktioniert. In den letzten Wochen wurden die Planungen in Sachen Versorgungsstränge in der Ringstraße in die Tat umgesetzt. Unter der Leitung von Carsten Jakob wird hier noch bis Anfang Dezember das Ab- und Regenwassersystem unter erheblichem Aufwand eingebracht. Ja, im Moment verlegen wir diesen Regenwasser- und Schmutzwasserkanal. Der Schmutzwasserkanal im Moment ohne Vorflut. Der Regenwasser haben wir an einen vorhandenen Schacht angeschlossen. Und wie gesagt, ist erheblicher Aufwand, weil wir einen Bodenaustausch machen müssen und der Boden nicht so ist, dass man alles wieder einbauen kann. Sag ich mal, zu 50% müssen wir Bodenaustausch machen. Und ich sag mal, im Großen der Kanalbau, was Regenwasser und Schmutzwasser betrifft, denke ich mal, ist Mitte nächster Woche abgeschlossen. Das würde dann bedeuten, dass dann mit der Fernwärme weitergemacht wird und dann auch im Zuge Trinkwasserleitung. Bereits bis Weihnachten sollen Teile der Straßenbauarbeiten beendet sein. Mit dem Abschluss der Arbeiten an der Ringstraße ist im Frühjahr 2009 zu rechnen. Wie die weitere Umsetzung der Planung und die Erschließung des neuen Gewerbegebiets am Felsbach vorangeht, Jena TV bleibt für Sie dran.